Okay. Ja? Können wir über den Sohn meines Partners reden? Haben Sie mit Maus gesprochen? Haben Sie den Namen von dem Typen, mit dem er zusammenarbeitet? Elias Callum. Kelham? Scheiße. Also, das ist jetzt peinlich. Kelham und ich haben ein Abkommen. Er macht nicht allzu viel Ärger und kauft von mir Karten für den Wohltätigkeitsball von C-Sicherheit. Und ich ignoriere ihn dafür. Also wird er bestochen. Er bezahlt Sie also. Bisher wollten Sie uns helfen. Wie sieht es jetzt aus? Ist es zu unbequem geworden? Ich habe meine Hilfe zugesagt. Es ist nur... Es wird Probleme geben, wenn ich einen Fehler mache. Er und ich... Wir geben uns gegenseitig Freiraum, um den Frieden zu halten. Ich lasse ihn von meinen Leuten herbringen und setze ihn in ein privates Zimmer. Dort können Sie ihn selbst verhören. Ich bleibe außer Sichtweite. Mit etwas Glück wird Kelham glauben, dass ich nichts damit zu tun hatte. Okay, dann rettet er seinen Arsch. Bringen Sie ihn her. Wir haben vielleicht nicht viel Zeit. Ich kümmere mich darum. Warten Sie hier. Wir haben Callum. Sagen Sie Bailey, wir sind soweit. Er erwartet von mir, dass ich ihn da raushol. Heute wohl kaum. Captain, sein Anwalt ist hier. Ich wette, Elias hat seine VI so eingestellt, dass sie verständigt wird, sobald C-Sicherheit sich ihm auf weniger als 10 Meter nähert. Ich halte ihn auf. Gehen Sie rein und beeilen Sie sich. Okay. Wir sollten ihn gemeinsam verhören. Und immer Druck machen. Haben Sie eine Idee, welchen Ansatz wir verfolgen sollten? Seien Sie der böse Bulle, seien Sie der gute Bulle. Ich habe ja eher auf gut geskillt, deswegen seien Sie der böse Bulle. Überzeugen Sie ihn davon, dass eine Kugel in den Kopf auf ihn wartet, wenn er nicht auspackt. Wenn er Angst hat, wird er bestimmt kooperieren. Also gut. Ich werde ihm vorspielen, dass wir bereit sind, ihn zu töten. Wir können aber nicht zu viel Druck machen. Die Information ist so wichtig, dass wir uns keine Leiche erlauben dürfen. Keine Sorge. Lassen Sie mich los, Bailey. Mich einfach hierher zu verschleppen, also wirklich. Wer zum Teufel sind Sie beide? Ich bin Spectre reden. Das ist richtig geil, aber... Bailey hat damit nichts zu tun. Wir wollen nur ein paar Antworten. Ganz inoffiziell. Inoffiziell in einem Verhörzimmer der C-Sicherheit? Na klar. Sie haben einen Attentäter angeheuert. Wen soll er für Sie umlegen? Ich will meinen Anwalt sehen. Ihnen ist offenbar entgangen, dass wir nicht zur C-Sicherheit gehören. Keine Deals, kein Prozess, kein Anwalt. Soll mir das jetzt etwa Angst machen? Sie beide wissen gar nicht, worauf Sie sich eingelassen haben. Zuhören, Mr. Callum. Das war keine gute Idee. Dafür werden Sie bezahlen. Warten wir es ab. Schlagen Sie mich ruhig nochmal, Arschloch. Für jeden Schlag wandern ein paar Credits in meine Tasche. Wie Sie wollen. Wissen Sie, was ich mit Ihnen mache, sobald ich hier rauskomme? Gar nichts. Nur weiter so, Sie harter Knabe. Sie kommen hier nämlich in einem Leichensack raus. Gehen Sie zum Teufel. Ganz locker. Tod nützt er uns nichts. Sind wir jetzt fertig? Ich habe nämlich Termine. Schluss mit der Geduldnummer. Ich will einen Namen. Sonst schneide ich Ihnen die Eier ab und verkaufe sie an einen Kroganer. Joram Talid. Ein Turianer aus den 800-Blocks. Er ist bewusstlos. Ich denke, wir müssen ihn nicht aufwecken. Das hat er verdient. Ich weine ihm keine Träne nach. Solchen Typen nicht. Ich wollte unnötiges Blutvergießen vermeiden. Astreine Ergebnisse sind das Resultat astreiner Methoden. Ich mache mir Sorgen, was wohl noch alles auf uns zukommt. Wir haben den Namen. Alles gut gelaufen. Was steckt dahinter? Warum hat Kelham den Jungen angeheuert? Für ein Attentat auf einen Turianer namens Joram Talid. Kennen Sie ihn? Joram? Sicher. Vielleicht haben Sie ja seine Plakate schon gesehen. Er hat versprochen, dem organisierten Verbrechen im Bezirk ein Ende zu bereiten. Das Problem ist nur, dass seine Botschaft in der ganzen Rassenpolitik untergeht. Er ist ein Menschenhasser. Natürlich. Ist die Lage so schlimm, dass jemand öffentlich eine Menschenhasskampagne führen kann? Vor der Schlacht um die Citadel hat uns die Alien-Bevölkerung für gewalttätige Emporkömmlinge gehalten. Bedenken Sie, was seitdem alles passiert ist. Eine Flotte der Menschen, die die Station seit Monaten bewacht. Und C-Sicherheit besteht auch fast nur aus Menschen. Anderson gibt sein Bestes, aber manche leben schon so lange hier auf der Station, da hatten die Menschen noch nicht mal Raumschiffe. Für sie ist das alles der reinste Putsch. Ach, na super. Wir müssen das Attentat verhindern. Können Sie uns zu den 800er-Blocks bringen? Sergeant, holen Sie ein Einsatzfahrzeug. Die beiden müssen zu den 800 Blocks. Ja, Sir. Ich meine, die Menschen haben ja nicht gewaltsam die Citadel übernommen, sondern ihr den Arsch gerettet. Und da von den anderen jetzt keiner mehr da ist? Es ist ja nicht so, als hätten die Menschen alles übernommen und würden diese Stellung missbrauchen. Da ist er. Wie wollen Sie vorgehen? Folgen Sie Talid über die Wartungsstege. Sagen Sie mir, was er tut. Durch den Kurganer-Leibwächter müsste er leicht zu verfolgen sein. Wo werden Sie sein? In der dunkelsten Ecke mit der besten Aussicht. Amonkira, Herr der Jäger. Lasse meine Hand ruhig, mein Zielauge sicher und meine Füße flink sein. Und sollte das Schlimmste sich ereignen, gewähre mir Vergebung. Der Typ hat Stil. Es war wunderbar, mit Ihnen allen zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden. Sie können darauf zählen. Zeigen Sie den Menschen, dass nicht alles nach Ihrem Willen geht. Ha, danke. Aber vergessen Sie nicht, dass es um mehr geht als nur um die Menschen. Ohne die Unterstützung des Rats hätten Sie nie so viel Macht anhäufen können. Unseren Bezirk zurückzuholen ist nur der erste Schritt. Wir müssen die Feiglinge und Abwiegler aus dem Rat entfernen. Das ist nicht das Ende. Ich werde nicht eher ruhen, bis die Menschen ihre Machtposition eingebüßt haben. Andere Spezies warten geduldig Hunderte oder sogar Tausende von Jahren darauf, eine Botschaft eröffnen zu dürfen. Machen die Menschen das auch? Niemals! Sie gewinnen eine Schlacht und beanspruchen sogleich einen Sitz im Rat für sich. Mein Volk hat einen Krieg gegen die Kroganer gewonnen, bevor wir um diese Ehre gebeten haben. Unsere Art ist eine andere. Wir respektieren die Tradition. Menschen glauben, dass alles, was 10 Jahre alt ist, bereits überflüssig wäre. Wertlos. Was sollten Sie zu einer Regierung beitragen können, die 2000 Jahre alt ist? Gibt es irgendetwas Positives zu berichten, seit die Menschen in den Zakera-Bezirk einmarschiert sind? Ich finde Ihr Essen toll. Das muss ich Ihnen wohl glauben, denn ich selbst vertrage das Essen der Menschen nicht. Aber mal im Ernst. Seit der Öffnung der Enklave Shinakiba ist die Verbrechensrate deutlich angestiegen. Vorfälle mit rassistischem Hintergrund sind um 24% gestiegen, obwohl dem Bezirk 116 neue Offiziere der C-Sicherheit zugewiesen wurden. Natürlich sind die meisten dieser Offiziere weder Turianer, noch Salarianer oder Asari. Es sind Menschen, die vor Verbrechen anderer Menschen einfach die Augen verschließen. Diese Korruption setzt sich bis ganz nach oben fort. Ein Mensch mit einer Captain-Marke der C-Sicherheit ist genauso ein Gauner wie die Kriminellen, mit denen er es zu tun hat. Es war wunderbar, mit Ihnen allen zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden. Sie können darauf zählen. Zeigen Sie den Menschen, dass nicht alles nach Ihrem... Was ein Spaten, ey. Er spricht mit einigen Wählern. Verstanden. Sind Sie in Position? Ja. Es war wunderbar, mit Ihnen allen zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden. Ich muss den Kroganer beobachten. Ja, ich auch. Glück, dass er mich nicht sieht. Haben Sie ihn? Jo. Jetzt redet er mit einem anderen Wähler. Irgendein Zeichen von Kolyat? Nein. Ich wechsle die Position und bin dann irgendwo vor ihm. Es war wunderbar, mit Ihnen allen zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden. Ui. gehen hier durch, oder? Ich sehe ihn nicht mehr. Müsste aber hier vorbeikommen, oder? Ja. Haben Sie das Ziel im Blick? Jo. Ziel in Sicht. Ja, ja. Der ist hier voll auf der... Ein Glück, dass dieses Ding hier oben ist und die Keeper scheint es nicht zu interessieren. Auch sag jetzt nicht, er lässt seinen... Wie sieht's aktuell aus? Ich bin fast in Position. Er lässt den Leibwächter die ganze Arbeit machen. Dadurch kann er leugnen, etwas damit zu tun zu haben. Schutzgelderpressung. Kein Anzeichen von Ärger. Ja, Schutzgelderpressung. Muss man sich den Kroganer nur mal angucken. Citadel ist auch einfach nur so ein Dreckloch. Ja, ich sehe ihn auch. Wer läuft so schräg? Ich folge ihm. Ja, ich habe ihn auch. Okay. Bisher keine Probleme. Was macht er? Ich habe keinen guten Blickwinkel. Was macht er gerade? Einer seiner Wächter redet mit dem Barmann. Sieht aus wie eine Erpressung. Ich gehe mal ein Zimmer weiter. Sagen Sie Bescheid, wenn sich was ändert. Ziel in Sicht. Ich sehe ihn nicht mehr. Ah, da. Vielleicht erledigen Sie mal die Arbeit, für die ich Sie bezahle. Ich habe so ein komisches Gefühl, als würde mich jemand beobachten. Sie bewerben sich zusammenbleiben. Er trifft einige Söldner. Vermutlich dieselbe Truppe, von der er auch seinen Leibwächter her hat. Bloodpack. Möglicherweise hat er sie bemerkt. Ach, kann gar nicht sein. Ich bin total unauffällig. Irgendwo entdeckt. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Ja. Okay, jetzt geht er da lang. Hey, wer sind Sie? Was machen Sie hier hinten? Ich gehöre zur Abteilung Gesundheit und Sicherheit der Citadel. Wir haben Berichte über Ungezieferbefall in den Lagern dieser Gegend erhalten. Was? Das kann nicht Ihr Ernst sein. Wie sind Sie überhaupt reingekommen? Wie hätte ich das ohne Autorisierung wohl schaffen sollen? Sehen Sie noch andere Türen? Für die Keeper. Schon gut. Aber gehen Sie einfach weiter, okay? Danke. Ja, ja. Lassen Sie sich nur nicht von meinem Boss erwischen. Okay, ich hab ihn. Ein Glück, dass das funktioniert hat. Der steht da so komisch rum. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Ja, und jetzt? Kolyat! Rufen Sie CC auf! Thane! Hab's gesehen. Er ist auf dem Weg zu Talids Wohnung. Kolyat. Das ist ein Witz. Jetzt tauchst du auf? Helfen Sie mir, Drell. Ich tue alles, was Sie verlangen. C-Sicherheit. Die Waffe runter. Aus dem Weg. Ich verziehe mich und ihn nehme ich mit. Draußen sind Scharfschützen. Ich brauche deine Hilfe nicht. Was zum Teufel? Talid, verschwinden Sie von hier. Ja, ja, das werde ich. Nehmen Sie den Jungen fest. Du Mistkerl! Ihr Vater hat nicht mehr viel Zeit, Kolyat. Er versucht, seine Fehler wieder gut zu machen. Du bist also hier, um von mir Vergebung zu erbitten, damit du in Frieden sterben kannst. Ich bin gekommen, um dir Frieden zu bringen. Du bist wütend, weil ich nicht da war, als deine Mutter gestorben ist. Du warst auch nicht da, als sie noch im Leben war. Warum solltest du also bei ihrem Tod da sein? Deine Mutter. Sie haben sie umgebracht, um an mich heranzukommen. Es war meine Schuld. Was? Nachdem ihr Körper der Tiefe übergeben worden war, habe ich sie gesucht. Ihre Mörder und deren Auftraggeber. Ich habe ihnen wehgetan und sie schließlich getötet. Als ich zu dir zurückkam, warst du älter. Ich hätte bei dir bleiben müssen. Es ist wohl mein Pech, dass du so lange gewartet hast, was? Kolyat, ich habe aus dieser Welt viele böse Subjekte entfernt. Du bist das einzig Gute, was ich jemals hinzugefügt habe. Sie sollten dieses Gespräch nicht vor Fremden führen. Bringen Sie Kolyat und seinen Vater aufs Revier. Geben Sie ihnen ein Zimmer und so viel Zeit, wie sie brauchen. Es überrascht mich, dass Sie ihm das gestatten. Glauben Sie, er ist der Einzige, der je bei der Erziehung seines Sohnes versagt hat? Ich muss zurück aufs Revier. Kommen Sie, ich nehme Sie mit. Der Bailey ist es korrekter, als es den Anschein hat. Der hat viel Scheiße, viel Dreck am Stecken, aber ganz insgesamt ist er ein guter Kerl. Thane hat die Angelegenheit mit seinem Sohn geklärt. Nun sollte ihn nichts mehr von der Mission ablenken können. Thanes persönliche Angelegenheit hat Probleme mit der Politik der Citadel ans Licht gebracht. Möglicherweise müssen Elias Callum und ähnliche Verbrecher unterstützt werden, um gegen die Vorurteile Menschen gegenüber vorzugehen. Bailey von C-Sicherheit bietet eine mögliche Rekrutierung an. Ja, aber möglicherweise müssen Elias Callum und ähnliche Verbrecher unterstützt werden? Nein? Wenn du willst, dass die Menschen gemocht werden, machst du solche Scheißtypen nicht. Falscher Rückschluss, Mr. Unbekannt. Falscher Rückschluss. Sie sind schon eine ganze Weile da drin. Der Junge hat viel durchgemacht. Ich habe Nachforschungen in den Archiven der C-Sicherheit angestellt. Vor etwa 10 Jahren wurden mehrere ziemlich üble Typen erledigt. Als hätte jemand mal gründlich sauber gemacht. Hauptverdächtiger war ein Drell. Wir haben ihn nie erwischt. 10 Jahre sind eine lange Zeit. Wer immer dafür verantwortlich war, ist wahrscheinlich gar nicht mehr im Leben. Ja, da haben Sie wohl recht. Wie ist es gelaufen? Unsere Probleme sind nichts, was ich mit ein paar Worten aus der Welt schaffen könnte. Wir werden weiterreden und sehen, was daraus wird. Ihr Sohn hat einige Leute erschossen. Keinen, an dem mir etwas liegt, aber trotzdem. Ich habe gesehen, wie diese Typen Geschäfte erpresst und Menschen bedroht haben. Stimmt. Aber er darf nicht einfach so damit durchkommen. Der Junge will was bewegen. Lassen Sie ihn soziale Dienste erledigen. Sozialdienst für Mordversuch? Welches Schwurgericht würde da wohl zustimmen? Keine, die ich kenne. Es dürfte nie vor eine Jury kommen, sondern müsste innerhalb der C-Sicherheit bleiben. Interessant. Ich werde darüber nachdenken. Danke, Captain. Immer gerne. Keine Ahnung, aber Legion. Niemand interessiert sich für Legion. Voll langweilig. Die Tür ist Zugriff verweigert. Und es tut mir ernsthaft nicht leid, dass wir Kelham zusammengeschlagen haben. Wer so mit Leuten umgeht, Dem gehört mal ordentlich eine gescheuert. Vielleicht lernt er es dann. So. Dann rede ich jetzt mal mit Thane und guck mal, wie es ihm so geht nach all dem Ärger. Ja.